Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Auch bei uns in der Abteikirche gibt es die Gelegenheit, ein Opferlichtchen anzuzünden. Und nach wie vor gilt, dass man am Freitag kein Fleisch essen soll, sozusagen als Freitagsopfer. Im Evangelium heißt es: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Es ist ja so viel einfach mal einen Freitag auf Fleisch zu verzichten oder 2 Euro in einen Opferkasten zu werfen, um ein paar Kerzen anzuzünden. Und das alles ist gut und richtig. Aber viel schwerer, 1000-mal schwerer ist es, die Barmherzigkeit zu üben. Jeden Tag neu. Dafür brauche ich nicht einmal in die Kirche zu laufen. Dafür brauche ich nicht mal im Restaurant einen Fisch zu bestellen. Denn das kann ich jeden Moment meines Lebens. Wie oft bin ich unbarmherzig, mitten im Alltag, in einer blöden Bemerkung, in einem abwertenden Gedanken. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Das ist das wirkliche Opfer, wenn wir darauf verzichten, vorrangig äußere Opfer zu bringen und dabei hinter dem zurückzubleiben, was Jesus mit Barmherzigkeit meint. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wir wissen, dass es einfacher ist, mal ein Opfer zu bringen, als wirklich aus deiner Barmherzigkeit zu leben. Jetzt neu schenkst du uns das Wort der Barmherzigkeit, damit wir nicht nur heute Abend, sondern auch morgen daraus Kraft schöpfen und sie selber leben. Denn deine Barmherzigkeit ist mehr wert als viele Opfer, die wir nicht ernst meinen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.